13. Beratung des Antrags der Fraktionen SPD, CDU, CSU, Bündnis 90 Die Grünen und FDP zur Einsetzung des ersten Untersuchungsausschusses der 20. Wahlperiode. Für die Aussprache ist eine Dauer von 39 Minuten vereinbart. Ich warte, bis Sie zügig die Plätze gewechselt haben, rein oder rausgegangen sind, Gespräche wieder eingestellt haben. Man merkt so ein bisschen die Müdigkeit. Wir üben das mal. Schneller aufstehen, hinsetzen. So, dann können wir aber die Debatte beginnen. Und sie wird eröffnet von Dr. Ralf Stegner für die SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, ich bin kurz munter. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die dramatischen Bilder vom Abzug der Bundeswehr aus Afghanistan sind nach wie vor allgegenwärtig. Die humanitäre Situation vor Ort weiterhin dramatisch. Man kann es nicht oft genug wiederholen. 95% der Bevölkerung können sich nicht ausreichend ernähren. Das ist eine Katastrophe, die medial kaum beachtet wird. Hinzu kommt massive Gewalt gegen Frauen, schwere Menschenrechtsverletzungen, zu allem Überfluss noch das Erdbeben, das mutmaßlich tausende Menschenleben gefordert hat. Unsere Gedanken sind bei den Opfern und den Angehörigen. Sie brauchen unsere Hilfe. Afghanistan befindet sich einmal mehr in einer existenziellen Krise. Wichtige Fortschritte, die die Bundeswehr in Zusammenarbeit mit zivilen Partnerinnen und Partnern der internationalen Gemeinschaft bei der Bildungsarbeit, bei Frauenrechten über viele Jahre erreicht hat, wurden durch die Taliban rückgängig gemacht. Wie kam es zu den fragwürdigen Lageeinschätzungen zur blitzschnellen Machtübernahme der Taliban und dem hastigen Abzug aus Afghanistan? Der Deutsche Bundestag hat die Pflicht, für eine transparente Aufklärung zu sorgen. Das gilt gegenüber unseren Soldatinnen und Soldaten, gegenüber den afghanischen Ortskräften, die teilweise noch heute in Bedrängnis sind. Sie haben die Arbeit der Bundesrepublik Deutschland und deutscher Organisationen und Institutionen jahrelang unterstützt. Ihnen allen gilt unser großer Respekt und Dank. Alle haben unter extrem schwierigen Bedingungen gearbeitet. Das gilt auch für die zivilen Helferinnen und Helfer. Wir müssen uns schon fragen, ob der Umgang mit Hilfsorganisationen, die wegen der Sanktionen gegen die Taliban-Regime nicht ins Land dürfen, obwohl sie dort dringend gebraucht werden, an dieser Stelle richtig ist. Ich bedanke mich für die entsprechenden Ankündigungen der Bundesaußenministerin und auch von Staatssekretär Ahnen heute Morgen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben im Koalitionsvertrag der Ampelkoalition festgelegt, dass wir die Evakuierungsmission des Afghanistan-Einsatzes in einem parlamentarischen Untersuchungsausschuss aufarbeiten. Wir werden den Zeitraum vom Abschluss der Doha-Konferenz 2020 bis zum Abzug der internationalen Streitkräfte untersuchen. Das werden wir parallel zu einer Enquetekommission tun. Insgesamt kann das helfen, für zukünftige Auslandseinsätze zu lernen. Und wir werden, lieber Kollege Michael Müller, mit beiden Gremien so gut es geht zusammenarbeiten, auch wenn die Instrumentarien und die Auftragstellung unterschiedlich ist. Diejenigen, die einen Untersuchungsausschuss für den gesamten Afghanistan-Einsatz fordern, verkennen, dass zwar manches schiefgegangen ist in 20 Jahren, aber ein solcher Zeitraum unmöglich von einem Untersuchungsausschuss aufgearbeitet werden könnte. Es ist richtig, das mit der Enquetekommission zu tun. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich will an dieser Stelle positiv hervorheben, dass die Union diesen Antrag unterstützt. Genau diesen Geist der Aufarbeitung werden wir brauchen, um hier ganz konkrete Aufklärungsarbeit zu leisten. Denn eines ist doch klar, es ist ja auch eine besondere Konstellation in Regionen und Opposition, die dazu beitragen sollte, dass dieser Untersuchungsausschuss jedenfalls kein oppositionelles Kampfinstrument wird. Wir haben ein gemeinsames Interesse, über Fraktionsgrenzen hinweg unserer Verantwortung gerecht zu werden. Was heißt das konkret? Erstens, wir werden detailliert aufarbeiten, wie es zu der problematischen Lagebewertung kam. Natürlich müssen wir die Frage stellen, warum die Bundesregierung nicht frühzeitig über den drohenden Machtgewinn der Taliban im Bilde war. Wichtig ist auch die Frage, warum die afghanischen Streitkräfte innerhalb von wenigen Tagen von den Taliban überrannt wurden. Lag es an unzureichender Ausbildung der afghanischen Soldaten oder standen tatsächlich große Teile der Bevölkerung hinter der Machtübernahme der Taliban? Hier müssen wir auch über zukünftige Auslandseinsätze ehrlich darüber reden, ob und unter welchen Bedingungen es ein legitimes Ziel von Auslandseinsätzen sein kann, eine Gesellschaft in unserem Sinne umkrempeln zu wollen bzw. einen Regimewechsel anzustreben. Zweitens, wir werden die Kommunikationswege zwischen den zuständigen Ministerien innerhalb der Bundesrepublik und ihren Partnern aufarbeiten. Auch was die internationalen Kontakte angeht, eine besondere Rolle spielt die Kommunikation mit den Vereinigten Staaten, deren Ex-Präsident Trump maßgeblich den unkoordinierten Abzug der internationalen Streitkräfte zu verantworten hat. Drittens,
Wir werden klären müssen, welche Maßnahmen möglicherweise früher hätten ergriffen werden müssen. Das schließt auch unzureichende Notfallpläne für die deutsche Botschaft sowie Schwierigkeiten bei der Evakuierung und Aufnahme von gefährdeten Ortskräften ein. Denn klar ist doch, das wird möglicherweise, vielleicht sogar wahrscheinlicherweise, nicht der letzte Evakuierungseinsatz sein, der uns drohen könnte. Und es ist unsere Pflicht, meine sehr verehrten Damen und Herren, darauf dann besser vorbereitet zu sein. Das sind drei große Linien, deren sich der Untersuchungsausschuss annehmen wird. Alles andere wird der Verlauf der Arbeit zeigen. Einige Staaten haben übrigens schon begonnen mit der Aufarbeitung. Deutschland ist also gefragt, im internationalen Kontext ebenso seinen Beitrag zu leisten. In seiner Zeitenwende-Rede hier im Hause hat der Bundeskanzler angekündigt, dass wir mit dem Sondervermögen von 100 Milliarden Euro endlich für eine anständige und zeitgemäße Ausrüstung unserer Soldatinnen und Soldaten sorgen werden. Das gilt für Landes- und Bündnisverteidigung, aber auch für die Auslandseinsätze. Daher ist es auch unser Auftrag, die Erkenntnisse aus dem Afghanistan-Einsatz nun in eine moderne und zeitgemäße Ausrichtung unserer Auslandseinsätze fließen zu lassen. Lassen Sie uns also an die Arbeit gehen und nach der Konstituierung und der parlamentarischen Sommerpause im Sinne unserer Soldatinnen und Soldaten und der afghanischen Bevölkerung gemeinsam und überparteilich diesen Fragen nachzugehen. Dabei geht es uns nicht primär um politische Schuldzuweisung, sondern darum, Fehler in der Zukunft zu vermeiden. Wir haben die Verantwortung dafür zu klären, ob alles für unsere Bundeswehr und die Menschen vor Ort getan wurde. Und ich bin froh, dass das auch interfraktionell so gesehen wird. Das öffentliche Interesse am Untersuchungsausschuss ist schon jetzt sehr hoch. Lassen Sie uns einfach etwas Gutes daraus machen. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank. Bevor ich dem nächsten Redner das Wort gebe, möchte ich noch das Protokoll über die Wahl eines Mitgliedes des Parlamentarischen Kontrollgremiums gemäß Artikel 45d des Grundgesetzes verlesen. Abgegebene Stimmzettel 645. Ungültige eine. Mit Ja haben gestimmt 90 Abgeordnete. Mit Nein haben gestimmt 545 Abgeordnete. Enthaltungen 9. Der Abgeordnete Martin Hess hat die nach § 2 Absatz 3 des Gesetzes über die parlamentarische Kontrolle nachrichtendienstlicher Tätigkeit des Bundes erforderliche Mehrheit von 369 Stimmen nicht erreicht. Er ist damit als Mitglied des Parlamentarischen Kontrollgremiums nicht gewählt. Ich kehre zurück zu unserer Debatte und nun erhält das Wort Dr. Johann Wadefuhl für die CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, die Unionsfraktion mag etwas müde aussehen wegen des Sommerfestes, aber spätestens dann, wenn der Kollege Ralf Stegner hier das Wort ergreift, sind wir hellwach, hören aufmerksam zu. Und ich kann 99% des Gesagten, Herr Kollege Stegner, unterstützen, wünsche Ihnen viel Erfolg bei der Arbeit in diesem Untersuchungsausschuss. Zur Sicherheit werden wir den Kollegen Erndl bitten, als Stellvertreter zu agieren. Ich darf nur folgenden Hinweis geben und mich an der Stelle wirklich ganz ernsthaft auch bei den Kollegen Heinrich Brucker und Graf Lambsdorff sehr, sehr herzlich für die gute Zusammenarbeit bedanken. Wir unterstützen nicht Ihren Antrag, sondern wir haben gemeinsam diesen Antrag erarbeitet und erhält nicht unwesentliche Anteile der CDU-CSU-Fraktion. Denn, liebe Kolleginnen und Kollegen, in der Tat, das muss aufgearbeitet werden. Deutsche Soldatinnen und Soldaten, aber auch Entwicklungshelfer, viele Zivilbeschäftigte, viele Diplomatinnen und Diplomaten haben 20 Jahre lang in diesem geschundenen Land vieles getan. Wir haben Opfer zu beklagen, bedauerlicherweise, viele Tote auch, aber wir haben auch vieles erreicht. Und das möchte ich ganz grundsätzlich zum Einsatz Deutschlands, nicht nur militärisch, sondern auch diplomatisch und was die Zivilbeschäftigten angeht, sagen. Und ich glaube, das muss auch uns weiterhin leiten. Es war grundsätzlich ein guter, ein richtiger Einsatz, der sich nicht nur um Terrorismusbekämpfung gekümmert hat, sondern der in diesem Land auch für soziale Verhältnisse gesorgt hat, die ein menschenwürdiges Leben ermöglicht hat und die insbesondere die Frauen und Mädchen, die in diesem Land leider jetzt wieder von den Taliban schlecht behandelt werden und die geschunden worden sind, die vergewaltigt und erniedrigt worden sind. Dieser Einsatz Deutschlands für diese Menschen ist in 20 Jahren gut und sinnvoll gewesen. Dennoch, die Bilder des Abzuges können wir nicht vergessen. Und wir alle denken in dieser
Situation, an die dramatischen Evakuierungssituationen, in denen sich die Menschen dort befunden haben, auch die Ängste, die viele ausgestanden haben und natürlich auch die Todesopfer, die der hektische Abzug gefordert hat. Und wir alle haben uns damals versprochen, auch in der heißen Phase des Bundestagswahlkampfes. Und ich finde es ein gutes Zeichen auch des deutschen Parlamentarismus und der Verlässlichkeit des deutschen Parlamentarismus, dass wir das miteinander einhalten. Wir alle haben uns damals gesagt, das Erste, was wir jetzt tun müssen in dieser akuten Situation, ist, die Menschen zu retten. Aber wir haben genauso eine Verpflichtung als Parlament, die wir immer wieder die Menschen dorthin geschickt haben, das aufzuarbeiten, wie konnte es zu einer derart dramatischen, schrecklichen Situation kommen. Und daraus müssen wir für die Zukunft Lehren ziehen. Deswegen ist es richtig, wir müssen das kritisch und ohne Ansicht der Person, des Amtes und erst recht nicht einer politischen Zugehörigkeit wirklich aufarbeiten. Das schulden wir insbesondere den Menschen, die wir dort in diesen Einsatz hineingeschickt haben, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und ich möchte ganz besonders, ganz herzlich natürlich den Soldatinnen und Soldaten danken, die in der Tat sich in eine Situation begeben haben, die außerordentlich gefährlich war. Und immer wieder wird darüber nachgedacht und spekuliert, was bedeutet das, in so einer konkreten Situation wirklich dann auch sich einzusetzen und bereit sein, den Dienst zu tun. Und die Soldaten geloben oder schwören ja auch, im Zweifel unter Einsatz von Leib und Leben das zu machen. Aber was haben Sie in dieser Situation auch getan? Und das ist auch ein Moment des Dankes und des Stolzes auf die Soldatinnen und Soldaten, die diese Evakuierung zusammen mit anderen hinbekommen haben und denen das gelungen ist. Sie haben viel Leid verhindert, wenn sie auch nicht den Zusammenbruch dieses Regimes haben verhindern können. Und deswegen machen wir diese Untersuchung nicht, um irgendjemanden, der dort gehandelt hat, in der akuten Rettungssituation an den Pranger zu stellen, sondern um aufzuklären, warum wir überhaupt diese Menschen in so eine schwierige Situation gebracht haben. Und das muss aufgeklärt werden. Und dazu ist es auch des parlamentarischen Einsatzes aller Beteiligten. Das ist gerechtfertigt. Und da bitte ich die Unterstützung, da biete ich die Unterstützung meiner Fraktion an und bitte alle herzlich, sich dem anzuschließen. Herzlichen Dank. Für Bündnis 90 Die Grünen hält jetzt das Wort Agnetja Brugger. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, kaum jemand von uns aus den demokratischen Fraktionen, der letzte Legislaturperiode diesen Sommer erlebt hat, wird, glaube ich, die Anrufe vergessen, die wir erhalten haben, die Verzweiflung, die Bilder, die wir gesehen haben vom Flughafen in Kabul, wo Menschen ihre kleinen Babys den Soldatinnen und Soldaten in die Hand gereicht haben, um sie nach der Machtergreifung der Taliban irgendwie in Sicherheit zu bekommen. Und ja, es gab gravierende Fehler und schlimme Versäumnisse, die es aufzuarbeiten gilt. Und bereits im Sondierungspapier der Ampel haben wir diesen Parlamentarischen Untersuchungsausschuss versprochen. Und ich freue mich, dass wir heute gemeinsam mit der Union hier mit diesem Untersuchungsauftrag auch liefern. Und es ist ein guter Untersuchungsauftrag, denn er ist sehr breit gewählt. Er beginnt sehr früh, schon mit den ganzen Abzugsplänen von Donald Trump, wo vieles dessen vorangelegt war, was wir nachher an dramatischen Entwicklungen gesehen haben. Er wird sich darum kümmern, dass wir uns mit der Frage auseinandersetzen, wie es zu diesem Lagebild kam, auf Basis welcher Informationen, welche Szenarien und Entscheidungen getroffen und vorbereitet worden sind. Er wird sich aber auch damit beschäftigen, warum trotz zahlreicher Warnungen und Aufforderungen im März, im April, im Mai, Juni und Juli letzten Jahres die Bundesregierung teilweise nicht gehandelt hat oder, wenn sie gehandelt hat, sehr unpragmatische und auch schwierige Vorschläge gemacht hat für die Ortskräfte und für besonders betroffene und gefährdete Gruppen wie Menschenrechtlerinnen oder Frauenrechtsaktivistinnen. Und ganz ehrlich, es ist auch gut, dass die Frage der Abschiebung in diesem Untersuchungsauftrag mit erwähnt ist. Denn es gab Kreise in der damaligen Bundesregierung, die zu der Zeit, wo man eigentlich hätte, als es noch sicherer war, Charterflüge organisieren müssen, um die Ortskräfte aus dem Land zu kriegen, sich darum gekümmert haben, wie man möglichst noch Abschiebeflüge in dieser Lage organisiert. Das war verantwortungslos und auch das muss aufgeklärt werden. Und dann wird es natürlich auch um die Abläufe der Evakuierung gehen, wo wir auch noch mal hinschauen werden, was wir damals bewusst aus guten Gründen nicht getan haben.
Dieser parlamentarische Untersuchungsausschuss, der ist nicht nur für uns Grüne ein Herzensanliegen und eine Ehrensache. Er ist auch Teil unserer Verantwortung, Verantwortung für die Menschen in Afghanistan, die eben nicht mit diesem dramatischen Abzug geendet ist. Und auch wenn die Öffentlichkeit nicht mehr so hinschaut und dieser Untersuchungsausschuss eben nur ein Teil der Verantwortung ist, ist es wichtig, dass wir mit der Enquete-Kommission auf die ganzen 20 Jahre Engagement in Afghanistan noch mal breit und selbstkritisch schauen und daraus Lehren ziehen. Und es muss jetzt darum gehen, auch in dieser furchtbaren Lage, die die Menschen in Afghanistan erleben, nicht nur aufgrund der Regierung der Taliban und der Terrorherrschaft dort, sondern vor allem auch angesichts der dramatischen Folgen des Erdbebens, dass wir alles tun, um die Menschen dort zu unterstützen, gerade die Frauen, gerade die Mädchen, gerade im Bildungsbereich, ohne die Taliban anzuerkennen und das Regime zu rechtfertigen. Teil der Verantwortung ist aber auch das, was die Bundesaußenministerin heute gemeinsam mit der Bundesinnenministerin angekündigt hat. Und ich hoffe, dass den Eckpunkten im Juli dann auch schnell jetzt entsprechende und großzügige Taten folgen werden, um auch das Aufnahmeprogramm endlich auf den Weg zu bringen. Auch das hat etwas mit den Versäumnissen des letzten Jahres zu tun. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ja, in diesem Untersuchungsausschuss geht es nicht darum, irgendwen vorzuführen oder an den Pranger zu stellen, sondern Licht ins Dunkle zu bringen und auch noch mal aufzuklären und die Wahrheit ans Tageslicht zu bringen. Es geht darum, Prozesse, Strukturen und Fehler zu beleuchten und zu erkennen, was man tun muss, um genau das in Zukunft abzustellen. Aber ja, es geht auch darum, Verantwortung zu benennen. Und deshalb möchte ich auch noch mal am Ende darauf kommen, dass wir eine Verantwortung haben für die Menschen, die wir in diesen 20 Jahren in diese Einsätze geschickt haben und auch für die Menschen, die sich einfach so beispielsweise im Rahmen einer NGO dort für eine bessere Zukunft engagiert haben. Heute ist der Tag des Peacekeeping. Wir waren vorhin eine Reihe von Kolleginnen und Kollegen und auch die Außenministerin, die Innenministerin und die Verteidigungsministerin im Bundesinnenministerium, wo wir Polizistinnen und Polizisten, zivile Expertinnen und Experten und auch Soldatinnen und Soldaten für ihr Engagement geehrt haben, wo wir ihre Berichte, ihre Motivation gehört haben. Und deshalb möchte ich an der Stelle auch ganz besonders all denjenigen danken, die sich nicht nur in 20 Jahren dort engagiert haben, sondern auch angesichts der schwierigen Diskussion, die wir im letzten Sommer hatten über die Rückkehr der Soldatinnen und Soldaten, die die Evakuierungsmission durchgeführt haben und die aus meiner Sicht nicht genug geehrt worden sind. Letztes Jahr haben unter den schlimmsten und schwierigsten Bedingungen sehr viele Menschen, trotz aller Fehler und Versäumnisse, sowohl im Auswärtigen Amt als auch im Verteidigungsministerium, in der Bundeswehr und auch viele Zivilistinnen und Zivilisten aus NGOs, die selbst Flüge organisiert haben, dafür gesorgt, dass Menschen gerettet werden. Und ihnen gilt unser tiefster Dank. Und auch heute ist der Tag, das noch mal zu würdigen. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, am Ende möchte ich mich wirklich ganz besonders noch mal bei der Kollegin Heinrich, bei den Kollegen von Lambsdorff und Herrn Wadefuhl bedanken. Das war wirklich der Prozess, der Verhandlungsprozess mit Ihnen, so wie ich mir Politik im besten Sinne vorstelle. Grüne und FDP hatten es da etwas leichter. Wir waren in der letzten Legislaturperiode in der Opposition. Wir mussten uns nur anhören, werdet ihr denn eigentlich liefern, wenn ihr dann Regierungsverantwortung tragt? Sie hatten in der letzten Legislaturperiode die Regierungsverantwortung, und die Verhandlungen waren derart konstruktiv. Sie haben nicht versucht, irgendwas zu blockieren, irgendwie rumzutricksen. Und es ist genau eben diese Vorstellung von Parlamentarismus und Politik, die die Menschen von uns erwarten, nämlich eine Politik, die sich Verantwortung stellt, die Fehler aufarbeitet, die für die Zukunft lernen will, die auch jenseits der so oft nervigen Rollen von Opposition und Koalition gemeinsam an einem Strang zieht für die Menschen in Afghanistan, für die Menschen, die wir in die Einsätze geschickt haben. Und deshalb vielen Dank, dass wir diesen Untersuchungsausschuss so gemeinsam auf den Weg bringen können. Und hoffentlich können wir genau in diesem Geiste auch in diesem Untersuchungsausschuss zusammenarbeiten. Und jetzt erhält das Wort für die AfD-Fraktion Stefan Keuter. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Zuschauer! Vor einigen Wochen hat die AfD-Bundestagsfraktion hier einen Antrag eingebracht zur Einrichtung eines Untersuchungsausschusses, der die politischen, militärischen, zivilen Engagements in Afghanistan aufarbeiten sollte, und zwar über den gesamten Zeitraum des Einsatzes.
Unser eigener Antrag ist abgelehnt worden. Dafür hatten Sie einen anderen Antrag angekündigt. Der liegt uns jetzt vor. Und wie erwartet, befasst dieser sich nur mit der Evakuierung und nicht mit den Entscheidungen, die zur Katastrophe in Afghanistan geführt haben. Die Pseudo-Opposition Union zeichnet hier mit, das Afghanistan-Desaster vereint sie im selben Boot. Man möchte auch sagen, eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus. Und was für ein Desaster das war! 59 deutsche Soldaten haben ihr Leben gelassen, 3 Bundespolizisten, 64.000 afghanische Sicherheitskräfte, 43.000 afghanische Zivilisten, 42.000 regierungsfeindliche Kämpfer. Millionen von Afghanen waren zur Flucht gezwungen, und die totale Destabilisierung eines Kulturraums war die Folge. Wenn ich mir jetzt Ihren Antrag anschaue, steht bereits auf der ersten Seite deutsche Friedensmission in Afghanistan. Das, meine Damen und Herren, ist blanker Hohn. Eine Gesamtaufklärung ist dringend nötig. Jeder Bürger weiß, dass Afghanistan ein Desaster war. Es muss um Aufarbeitung gehen und nicht nur um den katastrophalen Abzug. Eine oberflächliche Enquete-Kommission reicht hier nicht aus. Ich darf unsere Außenministerin Annalena Baerbock zitieren, die der SPD im August letzten Jahres sagte, Zitat Anfang, bei dem einen kann man Zeugen laden und die Bereitstellung von Akten beantragen, bei dem anderen werden Schlussfolgerungen für die Zukunft getroffen. Wie sollen wir denn Schlussfolgerungen für die Zukunft treffen, wenn wir nicht bereit sind, über Fehler der Vergangenheit zu reden? Zitat Ende. Und damit hat unsere Außenministerin recht, aber sie macht einen weiteren Fehler. Auch sie will den Untersuchungszeitraum nur auf den Abzug beschränken. Der ausschlaggebende Zeitpunkt für dieses Desaster ist nicht der Herbst 21, sondern 20 Jahre davor, im Jahr 2001 zu suchen, als die rot-grüne Bundesregierung den Amerikanern in den Krieg folgte. Eine weitere interessante Frage, die zu klären wäre, wäre, warum setzte die GroKo den Einsatz fort, selbst als im Jahr 2010 die Niederländer abzogen, 2 Jahre später unsere französischen Partner? Deutschland hätte sich wie die Niederlande und Frankreich für nationale Interessen einsetzen müssen. Stattdessen erzählte man sich im Berliner Elfenbeinturm 2 Jahrzehnte lang Märchen und behandelte unsere deutschen Soldaten wie Luft. Eine selbstreferenzielle Blase, welche die eigenen Werte auf die außenpolitische Lage projiziert. Wenige Wochen vor der desaströsen Evakuierung verkündete der damalige SPD-Außenminister Heiko Maas, eine westlich geprägte afghanische Zivilgesellschaft würde den Taliban standhalten und es gäbe kein Zurück in das Jahr 2001. Welch Hybris, eine reine Realitätsverweigerung! Wir täten gut daran, mit anderen Nationen in einen respektvollen Dialog zu treten, ohne westliche Chauvinismen zu transportieren. Ihre sogenannte wertebasierte Außenpolitik wurde am 27. August letzten Jahres widerlegt. Afghanistan ist das mahnende Symbol für das Scheitern des Nation-Buildings. Und es ist krachend gescheitert. Daran hat sich Deutschland beteiligt, und es ist bitter notwendig, auch aus Respekt vor den gefallenen deutschen Landsleuten, eine komplette Aufarbeitung herbeizuführen. Die Altparteienregierungen sind dafür verantwortlich. Es muss aufgezeigt werden, welche Fehler hier über 20 Jahre lang gemacht worden sind. Da kann man sich nicht darauf zurückziehen, das wären zu viele Akten. Genau das aber ist mit Ihrem Antrag nicht möglich. Und ich sage Ihnen, es ist von Ihnen auch gar nicht gewollt, weil Sie dafür die Verantwortung tragen. Und das ist wirklich schandhaft. Schämen Sie sich. Für die FDP-Fraktion erhält jetzt das Wort Alexander Müller. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Im August letzten Jahres endete der deutsche Afghanistan-Einsatz. Und es ist immer wieder interessant, von der AfD zu hören, dass es den Artikel 5 der NATO offensichtlich überhaupt nicht gegeben hat und wir uns da in ein Abenteuer reingestürzt haben. Aber gut, das ist eine andere Sache. Die Bundeswehr, politische Stiftungen und zahlreiche Entwicklungsorganisationen leisteten unter schwierigsten Bedingungen dort Höchstleistungen. 35 Soldaten der Bundeswehr sind dort gefallen. Insgesamt 59 Soldaten kamen nicht lebendig nach Hause. Und nach dem sehr plötzlichen Ende des Einsatzes im letzten Sommer, initiiert durch Donald Trump, sind heute die Taliban wieder zurück an der Macht.
Die Unterdrückung der Freiheitsrechte und die wirtschaftliche und existenzielle Not der Menschen bestimmen jetzt dort wieder den Alltag. Viele fragen sich daher, war dieser Einsatz umsonst? Ich bin sicher, so pauschal lässt sich die Frage nicht beantworten. Wir haben einer ganzen Generation von Afghaninnen und Afghanen ermöglicht, Bildung, Demokratie und Freiheit zu erleben. Wir haben die terroristischen Strukturen der Al-Qaida zerstört und damit auch die Terrorgefahr für Europa verringert. Terror, der lange Zeit aus Afghanistan heraus koordiniert worden ist. Wir haben es geschafft, dort viele Schulen und Straßen zu bauen. Infrastruktur wie Strom- und Wasserversorgung sind installiert und verbessert worden. Wir haben 2 Jahrzehnte genutzt, um gemeinsam mit den Afghanen an einer besseren Zukunft zu arbeiten. Der deutsche Einsatz in Afghanistan endete im letzten Jahr aber chaotisch. Der schnelle Abzug, insbesondere unserer US-amerikanischen Partner, überraschte die damalige Bundesregierung. Der Vormarsch der Taliban wurde von unseren zuständigen Ämtern und Nachrichtendiensten krass falsch eingeschätzt, mit katastrophalen Folgen. Die Kampfkraft der afghanischen Armee wurde von deutschen Dienststellen viel zu positiv eingestuft, diejenige der Taliban viel zu schwach bewertet. Und die darauffolgenden Bilder des Juli und August 2021 haben uns alle tief berührt. Taliban, die brutal und schnell das Land einnehmen, Menschen, die um ihr Leben bangen und das Land hastig verlassen wollen, Horden von Menschen, die sich vor dem Flughafen gegenseitig erdrücken, aus Angst um ihr Leben, Bombenanschläge in diese Menschenmassen hinein, Babys, die über den Stacheldrahtzaun hinübergereicht wurden, um den Kindern eine Zukunft zu ermöglichen, panische Räumung von Botschaften, Ortskräfte, die uns vorher vor Ort unterstützt hatten und die uns nun um die Rettung ihres Lebens anflehten. Dies alles darf sich nicht wiederholen und wir müssen jetzt die richtigen Lehren daraus ziehen. Als FDP-Fraktion haben wir früh darauf hingewiesen, dass jeder Einsatz der Bundeswehr eine Strategie braucht und regelmäßig evaluiert werden muss. Wir müssen uns immer im Voraus fragen, was wollen wir erreichen? Bis wann wollen wir es erreichen? Und wann kann die Aufgabe erfüllt sein? Und wo ist der Zeitpunkt für einen Abzug erreicht? Diese Fragen wurden im Fall Afghanistans aber gar nicht gestellt. Und das gipfelte im Chaos in Kabul im Sommer 2021. Als Parlament stellen wir uns dieser Verantwortung und arbeiten die Vergangenheit auf, um daraus für die Zukunft zu lernen. Wir wollen fokussiert auf den Zeitraum Februar 20 bis September 21 untersuchen. Und dabei werden wir der Frage nachgehen, welche Erkenntnisse die Bundesregierung hatte, welches Entscheidungsverhalten und Handeln fand in der Bundesregierung statt. Wir fokussieren uns dabei auf die Entscheidungen im Zusammenhang mit dem Abzug der Bundeswehr und weiterer NATO-Kräfte, der Diplomaten sowie der Evakuierung von Menschen aus Afghanistan. Und es geht uns dabei nicht um pure Schuldzuweisungen. Daher werden wir ergänzend eine Enquete-Kommission einsetzen. Und so stellen wir sicher, dass wir auf der einen Seite parlamentarisch untersuchen, die konkreten Versäumnisse und Fehler aus den letzten Jahren und gleichzeitig aber die Lehren ziehen für zukünftige Bundeswehreinsätze der Bundesrepublik. Und die Ergebnisse des Untersuchungsausschusses und der Enquete-Kommission werden von großer Bedeutung sein für unser zukünftiges Engagement. Der brutale Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine hat uns gezeigt, wie schnell Frieden und Sicherheit gefährdet sein können, hier bei uns in Europa. Und es ist daher von größter Bedeutung, dass wir reaktionsfähig sind, dass wir Krisen meistern können, dass alle relevanten Ministerien, Behörden und Akteure miteinander abgestimmt und handlungsfähig sind und dass wir ein klares politisches Verständnis unserer Ziele auch artikulieren. Daher begrüße ich auch ausdrücklich die Erstellung einer nationalen Sicherheitsstrategie. Diese Fortschrittskoalition bekennt sich zur Verantwortung Deutschlands in der Welt für unseren Beitrag zur Stabilität und Frieden, zur Aufrechterhaltung des internationalen Völkerrechts. Die Einsetzung dieses Parlamentarischen Untersuchungsausschusses unterstützt diesen Auftrag. Und daher bitte ich um Ihre Unterstützung für den Auftrag. Vielen Dank. Als nächstes erhält das Wort für die Fraktion Die Linke die Abgeordnete Sevim Dardelen. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Nach 20 Jahren Krieg in Afghanistan wollen SPD, Grüne, FDP und Union, die 20 Jahre lang die Hand für diesen Krieg gehoben haben, einen Untersuchungsausschuss einsetzen. Was sie aber auf keinen Fall wollen, ist eine umfassende Aufarbeitung ihrer Beteiligung am Krieg in Afghanistan. Und sie verweigern dies, weil sie sonst aus dem mörderischen Desaster des Krieges am Hindukusch Konsequenzen ziehen müssten. Und das wollen sie nicht. Sie wollen so weitermachen wie bisher.
Deshalb soll sich auch der Untersuchungsausschuss damit gar nicht beschäftigen, sondern nur mit dem chaotischen Abzug und der Evakuierung durch die Bundeswehr. Dabei gäbe es vieles mehr zu untersuchen. Und ich spreche jetzt nicht von den ganzen Kriegslügen, mit denen Sie hier 20 Jahre lang den Krieg gerechtfertigt haben, obwohl Sie wussten, dass die Bundeswehr weder zur Frauenbefreiung noch zum Brunnenbohren an dem blutigen Gemetzel beteiligt war. Ich spreche von den 200.000 getöteten Afghaninnen und Afghanen, von den 59 toten Bundeswehrsoldaten, die ihr Leben in diesem sinnlosen Abenteuer verloren haben, von den immensen Kriegskosten von über 12 Milliarden Euro, die die deutsche Gesellschaft zu schultern hatte. All das soll nicht untersucht werden. Da sagen wir, was für eine Farce. Und auch die zahlreichen Kriegsverbrechen ihrer engsten Verbündeten rufen nach Aufklärung, Untersuchung und Ahndung. Aber stattdessen soll jemand wie der Journalist Julian Assange, der nicht nur Kriegsverbrechen der USA im Irak, sondern auch ihrer NATO-Verbündeten in Afghanistan publik gemacht hat, lebendig begraben werden. Und die Bundesregierung duckt sich auch hier wieder weg. Und wir als Linke sagen ganz klar, nicht wer Kriegsverbrechen aufdeckt, gehört ins Gefängnis, sondern der sie begeht oder befiehlt. Afghanische Leben zählen einfach nicht. Sie sind Ihnen den Untersuchungsausschuss nicht wert. Und kommen Sie mir nicht damit, dass dies in einer Enquete-Kommission aufgearbeitet werden könnte. Diese interfraktionelle Arbeitsgruppe soll den umfangreichen und bedeutsamen Sachkomplex lösen. Sie wissen, dass das nicht stimmt. Ein Untersuchungsausschuss hat ganz andere Instrumente und Möglichkeiten als eine Enquete-Kommission. Die Frau Wahrheit Abgeordnete, ist, dass erlauben Sie, nein, Sie eine Zwischen... Hallo? Die Wahrheit ist, dass Frau Sie sich Abgeordnete, bereits... ich möchte Sie etwas fragen. Erlauben Sie eine Zwischenfrage von, nein, Frau Strack-Zimmermann? Nein. Alles klar. Die Wahrheit ist, dass Sie sich bereits nach neuen Kriegen umschauen, in der Sahelzone und anderswo. Wer ernsthaft, meine Damen und Herren, an Aufklärung und Konsequenzen interessiert ist, darf jedenfalls den Untersuchungsauftrag nicht auf die Tage des Abzugs der Bundeswehr beschränken. Der Abzug, so chaotisch er war, war nicht der Grundfehler, sondern das waren die 20 Jahre Krieg in Afghanistan. Und die Linke war von Anfang an gegen diesen Krieg. Wir als Linke wollen einen Untersuchungsauftrag, der die gesamte Zeit des Afghanistan-Kriegs umfasst und der die begangenen Kriegsverbrechen nicht einfach ausblendet. Aber das ist offensichtlich der Grund, warum all die Parteien sich über diesen Untersuchungsauftrag geeinigt haben im Vorfeld dieser Debatte, die 20 Jahre lang Ja gesagt haben zu diesem Krieg und diejenigen, die Nein gesagt haben zu diesem Krieg, einfach ausgeschlossen wurden aus den Beratungen bisher. Vielen Dank. Als nächstes erhält für die SPD-Fraktion der Kollege Jörg Nürnberger das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich hätte die Bitte, wenn die AfD und die Linke ihre ideologischen Scheuklappen ablegen würden, dann könnten Sie erkennen, dass die Einsetzung von Enquete-Kommission und Untersuchungsausschuss parallel hier in diesem Fall sachgerecht ist. Rund 20 Jahre lang haben deutsche Soldatinnen und Soldaten in Afghanistan gedient, haben sich Entwicklungskräfte, Journalistinnen und Journalisten, Frauenrechtlerinnen und Frauenrechtler und viele andere Personen für Menschenrechte und eine Demokratisierung des Landes eingesetzt. Es war eine der wohl anspruchsvollsten Missionen und sie endete nicht mit einem koordinierten Abzugsverfahren, sondern mit einer 11-tägigen Evakuierungsoperation durch das Auswärtige Amt und vor allem durch die Bundeswehr. Die dramatischen Bilder aus dem vergangenen Sommer sind uns allen in Erinnerung geblieben. Menschen, die auf dem Flughafen Kabul versuchten, sich einen der wenigen Plätze in einem der Evakuierungsflüge zu sichern. Durch den Fall von Kabul hatte sich die Sicherheitslage in Afghanistan schlagartig verändert und eine sofortige Evakuierung des Personals der deutschen Botschaft, deutscher Staatsbürgerinnen sowie betroffener Ortskräfte wurde unumgänglich und musste quasi von heute auf morgen vorbereitet und durchgeführt werden. Was die Bundeswehr im Rahmen dieser Evakuierung geleistet hat, verdient unseren größten Respekt. Vom 16. bis zum 26. August 2021 wurden mehr als 5.340 Schutzsuchende über eine Luftbrücke der Bundeswehr in Sicherheit gebracht.
Für diese Leistung möchte ich mich an dieser Stelle ganz ausdrücklich bei unseren Streitkräften sowie allen anderen daran Beteiligten ausdrücklich bedanken. Offen ist bis heute die Frage, wie es überhaupt zu dieser unerträglichen Situation kommen konnte. Und genau diese Frage müssen wir dringend beantworten. Bereits in unserem Koalitionsvertrag, und es wurde mehrfach darauf hingewiesen, haben wir festgehalten, die Evakuierungsoperation in einem Untersuchungsausschuss aufzuarbeiten. Und hier stellten wir uns als SPD und damit als Mitglied der damaligen Bundesregierung selbstverständlich unsere Verantwortung. In einem gemeinsamen Antrag, lieber Herr Dr. Wadephul, der Koalitionsfraktionen und der CDU-CSU-Fraktion haben wir nun die genauen Details für die Arbeit in diesem Untersuchungsausschuss festgehalten. Ziel des Untersuchungsausschusses wird es sein, den gesamten Abzug aus Afghanistan aufzuarbeiten. Der Untersuchungszeitraum ist, wie auch bereits erwähnt, zwischen dem Doha-Abkommen vom Februar 2020 und dem tatsächlichen Abzug im September 2021. Wir werden uns im Rahmen dieser Arbeit intensiv mit den Fehlern, die in diesem Zeitraum gemacht wurden, auseinandersetzen und wollen vor allem die folgenden Fragen beantworten. Warum war die Bundesregierung nicht frühzeitig und nicht ausreichend über die Lage im Land und die bevorstehenden Zugewinne der Taliban informiert? Warum gab es zu dem Zeitpunkt, als die Evakuierung angeordnet wurde, offenbar nur unzureichende Notfallpläne, unter anderem mit der Folge, dass zum Beispiel akut gefährdete Ortskräfte mit dem Abzug der Bundeswehr weiterhin in Afghanistan verbleiben mussten? Im Detail haben wir dazu eine Liste von fast 40 offenen Fragen, von denen ich hier nur einige Beispiele nennen möchte. Wir werden klären müssen, wie erfolgte die Abstimmung zwischen den betroffenen Häusern und welche Absprachen gab es mit NATO-Verbündeten, insbesondere den USA? Welche Schwierigkeiten und Verzögerungen gab es bei der Evakuierung und bei den Prozessen zur Identifizierung und Aufnahme der gefährdeten Ortskräfte? Wie intensiv war die Gewinnung und wie zuverlässig war der Austausch dieser nachrichtendienstlichen Informationen, die hier vorlagen? Für alle diejenigen, die im Rahmen der Friedensmission in Afghanistan Leib und Leben riskiert haben, müssen wir genau diese Antworten geben. Das betrifft eben auch den Umgang mit den Ortskräften, die deutschen Stellen über zwei Jahrzehnte treue Dienste geleistet haben. Dabei geht es uns keinesfalls darum, ein Tribunal abzuhalten oder über einzelne Akteure den Stab zu brechen. Vielmehr wollen und werden wir objektiv die Geschehnisse und Fehler aufarbeiten und die bereits genannten Fragen beantworten. Wir werden also auch einen Blick in die Zukunft richten, um Schlüsse für künftige Evakuierungsmissionen zu ziehen und so aus unseren eigenen Fehlern zu lernen. Eine eigene Aufarbeitung der Evakuierung ist daher in Richtung unserer internationalen Partner ein wichtiges Signal, dass auch wir unseren Beitrag zur Aufklärung der Ereignisse leisten und dass wir bei zukünftigen gemeinsamen Friedensmissionen ein leistungsfähiger Partner sein werden. Ich gehe davon aus, dass die betreffenden Ministerien und auch das Bundeskanzleramt inklusive des BND die notwendigen Unterlagen dem Parlament entsprechend zur Verfügung stellen und uns bei unserer Arbeit unterstützen. Ich freue mich daher auf eine intensive und am Ende erfolgreiche Zusammenarbeit im Untersuchungsausschuss, um aus den dort so gewonnenen Erkenntnissen die notwendigen Maßnahmen ergreifen zu können, damit wir künftig besser auf ähnliche Situationen vorbereitet sein werden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Und als nächstes erhält das Wort der Kollege Thomas Erndl für die CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! In Afghanistan hat sich in den vergangenen Tagen ein schweres Erdbeben ereignet, ein weiterer Schicksalsschlag für dieses geschundene Land. Ich möchte den vielen hunderten Familien, die Angehörige verloren haben, mein Mitgefühl ausdrücken und hoffe, dass trotz der schwierigen politischen Lage die Bundesregierung humanitäre Unterstützung und Katastrophenhilfe leisten kann. Die Ankündigung haben wir heute auch vernehmen können. Meine Damen und Herren, eine Katastrophe ist es wahrlich auch, was sich mit der Machtübernahme der Taliban im letzten August in Afghanistan abgespielt hat. Viele Errungenschaften aus den letzten 20 Jahren sind damit auf einen Schlag zerstört worden. Und wenn man hier von links und rechts vernehmen muss, dass letztendlich die terroristische Gefahr, die von Al-Qaida 2001 ausgegangen ist, auch für Europa, dann kann nur der Hinweis gelten, dass man sich hier nochmal eindringlich mit den Details und mit der Geschichte der letzten 20 Jahre auseinandersetzen sollte. Was
Den Abzug betrifft, haben wir sicherlich noch alle die Bilder vor Augen von den Menschenmassen am Flughafen, von der Angst in den Gesichtern der Menschen und von kleinen Kindern, die von ihren verzweifelten Eltern über die Absperrungen gehoben wurden. Das geht einem nahe. Und natürlich haben wir uns alle den Abschluss eines 20-jährigen Militäreinsatzes anders vorgestellt. Was auch hier deutlich werden muss, unsere Bundeswehr hat diese schwierige und gefährliche Mission, die Aufträge, die auch wir als Parlament ihr gegeben haben, umgesetzt. Und dafür sind wir unseren Soldatinnen und Soldaten von ganzem Herzen dankbar. Und wenn wir unseren Dank ausdrücken, dann gehören dann natürlich immer auch die Gedanken an die dazu, die nicht mehr zu ihren Familien heimkehren konnten. Meine Damen und Herren, dass es so kam, wie es gekommen ist, ist vor allem eine politische Niederlage. Und deswegen ist es wichtig, dass wir bei der Evakuierungsoperation die politischen Rahmenbedingungen und Entscheidungen konsequent aufarbeiten, reflektieren und daraus Schlüsse für die Zukunft ziehen. Wenn Deutschland in der Welt Verantwortung übernehmen will, dann müssen wir auch ein leistungsfähiger und verlässlicher Partner sein. Und deshalb müssen wir uns die Frage stellen, ob unsere Strukturen genügen, um zukünftig solche Situationen zu vermeiden. Die Debatten zur nationalen Sicherheitsstrategie und auch über einen nationalen Sicherheitsrat sind hier sicher ein Schritt in die richtige Richtung. Heute, knapp ein Jahr nach dem Abzug, ist die Frage der Evakuierungen immer noch nicht abgeschlossen. Das Schicksal der immer noch in Afghanistan befindlichen Ortskräfte und ihrer Familien muss uns jeden Tag antreiben, schneller und besser zu werden. Es ist nämlich fundamental, dass wir die Ortskräfte, die unsere Arbeit vor Ort erst ermöglicht haben, nicht hängen lassen. Das wäre auch ein schwieriges Signal an die Ortskräfte in den anderen Einsatzländern. Meine Damen und Herren, ja, dieser Abzug muss aufgearbeitet werden, hat er doch für viele Menschen und auch für unsere Soldatinnen und Soldaten eine hohe Gefährdung verursacht. Ich komme zum Schluss, Frau Präsidentin. Die Einsetzung des Untersuchungsausschusses auf Basis eines gemeinsamen Antrags von 4 Fraktionen ist deshalb richtig. Und ich freue mich auf die Zusammenarbeit und darauf, dass wir über Fraktionsgrenzen hinweg ausarbeiten, was wir in Zukunft besser machen können. Herzlichen Dank. Und letzter Redner in dieser Debatte ist Patrick Schnieder für die CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren! Meine Vorredner haben zu Inhalt und Genese des Auftrags und zu dem, was wir mit diesem Antrag hier erreichen wollen, das Wesentliche gesagt. Ich möchte deshalb einige Anmerkungen zum Verfahren noch machen. Wir werden ja voraussichtlich das an den Geschäftsordnungsausschuss dann nach gängiger Praxis in der Folge überweisen. Aber gestatten Sie mir zuvor noch eine Bemerkung zu dem, was wir von den Extremen auf der linken und rechten Seite gehört haben. Da sagt schwadroniert die AfD von einem angeblich respektvollen Dialog, so wörtlich, der hier geführt werden soll. Und das, was dann inhaltlich damit verbunden wird, ist nicht nur destruktiv, sondern das genaue Gegenteil. Und die Linke ist sich nicht zu schade, das nicht nur im Duktus aufzugreifen. Sie hätten gemeinsam diesen Antrag hier einbringen können. Da wächst wieder zusammen, was zusammengehört, die beiden Enden eines Hufeisens. Und das, was Sie jetzt wieder hier an Lärm verursachen, bestätigt ja nur, dass das richtig ist, was wir sagen. Sie eint wieder einmal, dass Sie an einer Diskussion, die an der Sache orientiert ist, überhaupt kein Interesse haben, dass Sie an einer parlamentarischen Untersuchung gar kein Interesse haben. Es ist sachgerecht, dass wir das, was im letzten Sommer passiert ist, in einem Untersuchungsausschuss aufklären und diesen gesamten Einsatz, der ja nicht nur negativ bewertet werden kann. Sie nehmen übrigens schon Schlussfolgerungen voraus, die Sie in einem Untersuchungsausschuss ja angeblich erst klären wollen. Und deshalb ist das vollkommen sachgerecht, was wir vorhaben, in diesen beiden Gremien das zu bearbeiten. Und es ist auch sachgerecht, dass die Opposition, dass wir an diesem Untersuchungsauftrag mitwirken. Ich bin dankbar darüber, dass wir mit den Regierungsfraktionen das so hinbekommen haben. Wir haben über 2 Jahrzehnte gemeinsam politisch diese Mandate getragen. Und deshalb ist es auch sinnvoll, dass wir gemeinsam den Untersuchungsausschuss
einsetzen. Wir wollen, ich will das noch einmal betonen und herausheben, wir wollen aus den Fehlern lernen, wir wollen für die Zukunft lernen, wir wollen die nötigen Schlussfolgerungen ziehen. Das steht im Mittelpunkt und dafür ist auch dieses Gremium der richtige Ansatz. Ich möchte mich sehr herzlich bedanken für ein faires Verfahren. Wir waren gerade in den Verfahrensfragen nicht in allen Punkten einig. Es gab Dissens hier oder da und es ehrt auch die Regierungsfraktionen, dass die Union mit ihren Auffassungen sich dort an den einzelnen Stellen durchsetzen konnte, was die Größe des Ausschusses angeht mit 12 Mitgliedern, damit wir spiegelbildlich abbilden, wie das Plenum zusammengesetzt ist, aber auch hinsichtlich des Verfahrens. Mir ist wichtig zu sagen, wir wollen kein Hauruck-Verfahren. Der Respekt gebietet es, dass wir hier in einem ordentlichen Verfahren jetzt auch unter Einbeziehung des Geschäftsordnungsausschusses dort vorankommen. Und deshalb, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, noch einmal herzlichen Dank an alle, die konstruktiv hier mitgearbeitet haben. Ich hoffe, dass die weiteren Beratungen, die anschließende Arbeit des Untersuchungsausschusses in diesem Geiste auch weitergeführt wird. Das wäre ein Gebot des Respekts gegenüber den Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr, gegenüber den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der beteiligten Ministerien, aber auch gegenüber den Menschen in Afghanistan. Und damit schließen wir die Aussprache. Interfraktionell wird die Überweisung der Vorlage auf Drucksache 2352 an den Ausschuss für Wahlprüfung, Immunität und Geschäftsordnung vorgeschlagen. Gibt es Ihrerseits noch weitere Vorschläge? Das sehe ich nicht. Dann verfahren wir wie gerade beschrieben.